Ready? Hallo zusammen, herzlich willkommen bei mir im wieso sage ich jetzt Podcast? Jetzt habe ich das so im Kopf drin. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Bei mir im Studio sitzt der Chris Kauler. Hallo Chris. Hi Stefan. Chris ist Naturfotograf und darum geht's heute. Urbane Tierfotografie. Also bei dir in der Stadt, im Dorf oder wo auch immer du gerade unterwegs bist. Ganz ordinäre Szenen eigentlich, also ich habe gestaunt, als wir die Bilder im Vorfeld angeguckt haben, was der Christa an Ideen mitgebracht hat. Vom Ablauf her ist es so, er hat ein paar Fotos mitgebracht, wir zeigen das Foto und besprechen dann so ein bisschen das Foto, wie ist das entstanden, wie hat er das gemacht, Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Der Chris selbst hat einen eigenen YouTube-Kanal, wenn du also heute was lernst hoffentlich, dann schau doch auch mal bei ihm vorbei auf Instagram, schau dir seine Bilder an und natürlich vor allem auch bei ihm auf YouTube. Chris, ich übergebe dir das Zepter sozusagen, so ein bisschen, ganz kurz, nicht vergessen. Den Chris kennst du hoffentlich schon, und zwar aus dem Zielfotomagazin Tiere fotografieren, das es leider nicht mehr gibt. Da hat er nämlich auch schon mehrere Artikel geschrieben. Chris. Danke dir, Stefan. Ja, ich denke, urbane Naturfotografie ist gerade jetzt in Zeiten von Corona wirklich aktuell. Ja. Und es gibt so viel zu entdecken. Wir haben uns vorhin ja schon unterhalten, was man hier quasi vor der Haustür finden kann. Und ein Motiv sind eben Kaninchen. Das Kaninchen habe ich jetzt zwar in Wien aufgenommen, aber fast jede Stadt hat Kaninchen zu bieten. Wir hier auf dem Dorf auf jeden Fall, ja. Ja, und das ist einfach so ein spannendes Motiv. Die meisten kommen erst nachts raus, aber das hat eben ganz, ganz spannende Lichtsituationen dann in Form von Straßenlaternen oder Stadtlichtern, vorbeifahrende Autos. Und da kann man so viel spielen mit seinem Motiv. Man muss die Silhouette finden, man muss sie ein bisschen freistellen, aber dann wird es ein geniales Foto, von ganz alleine. Stelle ich mir halt furchtbar schwierig vor, also jetzt das Foto. Also zum einen muss ich ja wissen, wo sind Kaninchen, woher weiß ich das? Und liegst du dann da auf der Lauer und wartest, also sag mal, wie ist das Foto entstanden? Also in dem Fall mitten in der Stadt, und das Schöne an der Stadt ist, die Tiere sind den Menschen gewöhnt. Aha. Dementsprechend wenig Scheu und man muss nicht mal mit Tarnung dahin gehen. Also du liegst ja im Stadtpark und quasi? Im Prinzip, genau. In dem Fall war es jetzt ein Hang, das kam mir natürlich zugute, ich musste mich nicht hinlegen. Ich konnte stehen und ja, das Bild gegen eine Hausfassade und das war relativ einfach dann. Okay. Das heißt, du stehst da mit deinem, was hast du da, 100, 400 Millimeter? Genau. Und wartest halt, dass da ein Kaninchen vorbei hoppelt, genau. Beziehungsweise sitzt genau. In dem Fall. Okay, klingt einfach. In dem Fall bin ich sogar hingelaufen. Also dadurch, dass sie eben den Menschen gewohnt sind, haben sie nicht diese Fluchtdistanz und man kann sich frei bewegen. Und ich habe ein relativ lichtschwaches Objektiv in dem Fall verwendet, 100-400er. Ja, auf Blende 5, also ganz genau. Normal. ISO 4000 ist in dem Fall egal, weil es gibt da nichts zu sehen im Grunde. Also ISO genau. Spielt keine Rolle. Genau, und selbst wenn es rauscht, es ist Nacht. Ich finde, das hat eben diese Stimmung. Ja, das genau, das transportiert eben die Stimmung und das ist einfach ein schönes Beispiel, finde ich, was man wirklich vor der Haustür fotografieren kann. Ja, natürlich. Also ja, sehe ich total. Okay. Das ist, was ist das? Es ist eine Stockente. Genau, es ist eine ganz normale Stockente. Gibt's hier bei uns auch. Und die gibt's überall, in jeder Stadt, an jedem Dorfteich. Und ich finde einfach diese häufigen Tiere werden total unterschätzt. Und dabei sind sie so spannend. Man kann so viel mit ihnen anstellen. Ja. Die sind so zahm und zutraulich. Aber also ganz ehrlich, ein Foto von der Stockente ist so das langweiligste Tiermotiv überhaupt. Aber das ist nicht langweilig, das ist mal wirklich ungewöhnlich, dadurch, dass du es nachts aufgenommen hast und halt eben vor den Lichtern. Genau. Hast du dich da auch liegst du da auf der Lauer und hast gewartet, dass eine Ente durch das Licht durchläuft? Oder? In dem Fall war es wirklich so, also es ist dieselbe Stelle wie die Kaninchen. Und sie ist dann zufällig in den Busch gegangen, weil sie da schlafen wollte, wurde gestört von den Kaninchen, ist wieder rausgelaufen. Und dann konnte ich dieses Foto machen. Aber auch reflektierende Lichter am Teich in der Nacht, das ist spannend. Also da kann man ganz, ganz viel experimentieren. Aber nochmal, hast du da gelegen und quasi die Lichter im Fokus gehabt in deinem Tele? Du bist auf 400 Millimeter und hast gewartet, dass irgendwas durch deinem Tele läuft? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee. Das funktioniert ja nur, weil die Lichter dahinter sind. Genau. Also ich habe mich dann schon wieder so positioniert, weil bis da zu warten, bis ein Tier durchläuft, da wartet man vergebens in der Regel. Also ich habe mich schon bewegt und positioniert und dann halt auch dank der Canon EOS R mit dem Focus Peaking gearbeitet, durch den Sucher und konnte so scharf stellen. Also hast du manuell fokussiert? Ja. Ah, okay. Also nachts ausschließlich ja, manuell. Natürlich. Ist klar, ist schwierig. Okay, also das heißt, du bist auch quasi auf der Pirsch gewesen, hast dann die Ente gesehen und dann hast du dich halt eben in eine Position gebracht, dass die Ente durch das Licht läuft. Genau. Okay. Genau. Das klingt, als wenn ich das auch könnte, weil ich habe ja keine Geduld, irgendwo zu liegen, aber.
Fischen könnt ihr vielleicht. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt auch schon 20, 30 Mal an dieser Location, bis ich die Bilder zustande bekommen habe. Also man muss schon immer und immer wieder zur selben Location gehen, bis die Bilder passen. Ja. Gut, aber das ist ja auch spannend, ne? Also, absolut, ja. Okay, das ist jetzt das 100, 400, also eben gar nicht super, super lichtstark und so, Blende 5, genau. 6. Genau, ja. Also das wäre eigentlich mit jedem Telezoom machbar. Ja, okay, cool. Das ist jetzt ein Bild, was man nicht überall machen kann. Ja. Das ist ein Feldhamster, ein wilder Feldhamster an einem Friedhof in Wien. Aha. Der frisst das Kerzenwachs. Also ich habe ihn beobachtet, wie er die Kerze, die brennende Kerze umgeschmissen hat. Und das heiße Wachs ist über den kompletten Grabstein gespritzt. Und obwohl es noch heiß war, hat er es gefressen. Also super spannende Szene. Ja. Ist natürlich, Feldhamster sind super selten geworden. Ja. Das gibt's nicht mehr in jeder Stadt. Ja. Aber zum Beispiel in Göttingen an der Uni gibt's auch noch Feldhamster. Ja. Also theoretisch mit etwas Aufwand könnte man auch ähnliche. Aber der ist wahrscheinlich scheu, oder? Die sind, dadurch, dass sie eben nicht bejagt werden und da komplett isoliert leben und den Menschen gewohnt werden, weil da laufen viele Leute entlang. Friedhof klingt erstmal pietätslos, wenn man da fotografiert, aber in Wien ist das ein bisschen anders. Also das sind wirklich grüne Räume, wo Leute spazieren gehen, wo sie zum Joggen hingehen, wo sie ein Buch lesen. Ein Ort der Erholung, wie ein Park letztendlich. Okay. Und da kann man durchaus fotografieren. Ja, das ist jetzt, weil es weitwinklig ist, ne? Genau. 16,5, das ist das Laowa, 15 mm. 15 mm, also Makro. Das Laowa, manueller Fokus auch. Genau. Okay, 15 mm, manueller Fokus. Also, wenn ich jetzt sage, das Tier ist scheu, du bist ja trotzdem sehr nah rangekommen. Ja. Also, hast du da auf der Lauer gelegen oder da hast du gewartet? Genau, da habe ich gewartet und man darf sich natürlich nicht schnell bewegen. Wie bei jedem Wildtier, langsame Bewegung. Wenn er aufschaut, bleibt man stehen, macht keine Bewegung mehr. Und ganz langsam kann man sich eben ranpirschen und dann entstehen auch Weitwinkelaufnahmen. Ja, also spannend. Also das ist deswegen ein schönes Beispiel für Weitwinkelaufnahme. Das Ding frisst das Wachs. Ist das, ist das gut für den Hamster? Wahrscheinlich nicht. Ja? Also es ist eine Riesenpopulation und es scheint ihnen nicht zu schaden. Und das ist scheinbar pures Fett, was sie gut vertragen. Aha. Ja, habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, okay. Genau. So. So, was ist das? Da sieht man erstmal kein Tier. Ja. Es ist quasi ein Making-of oder die Location vom nächsten Bild. Also es ist eine Brücke bei Nacht. Bei Nacht? Genau. Ah. Und dort habe ich die Spinnen fotografiert. Die ganz kurz, das Foto ist auch in der Nachtausgabe vom Zielfotomagazin reingekommen. Das hat er mir gezeichnet und gesagt, wow, das ist ein richtig cooles Foto. So eine Alltagsszene ist so cool eingefangen. Genau, also es ist wirklich nur eine schnöde Brücke. Ist das jetzt die Pfütze, die wir gerade gesehen haben quasi? Nee, also das ist jetzt, einerseits sind das Straßenlaternen und eben Reflexionen von der Donau. Also die Straßenlaternen reflektieren im Wasser. Und das hinter ist das Wasser. Okay. Genau, und dadurch kommen diese Flares zustande. Das ist so cool. Welches Objektiv ist das? Sehe ich jetzt hier nicht. Ich muss dazu sagen, es ist eine Mehrfachbelichtung. Die in der Zielfoto waren keine Mehrfachbelichtung. Das sind manuelle Objektive. Also da habe ich sogar gespielt mit dem Sigma 150er und eben dem, wie heißt es denn jetzt, das komplett manuelle Meyer-Görlitz Trioplan. 100er. Okay, was heißt jetzt Mehrfachbelichtung? Also ein HDR oder was heißt Mehrfachbelichtung? Nee, ich habe mehrere Belichtungen zusammengefügt. Das heißt, die Kringel oben, wo die Spinne drin sitzt, das ist eine Belichtung und dann nochmal die Flares unten zusätzlich reingebracht. Okay. Aber ich habe auch diverse Aufnahmen, wie eben im Zielfotomagazin. Das sind alles Einfachbelichtungen, aber hier fand ich es eben nochmal ganz spannend. Ja, also es ist ein ganz tolles Foto. Und es ist noch interessant, wie das Auge sofort zu dieser Spinne geht. Ja. Obwohl die Lichter, man sagt ja immer, man guckt zum hellsten Punkt, aber in dem Fall ist die Silhouette halt so markant, obwohl sie klein ist, dass man sofort irgendwie den Blick kaum lösen kann. Und die Stelle ist 5 Minuten fußläufig von meiner Freundin, von der Wohnung meiner Freundin. Und ich war den kompletten Sommer über da, schon 2 Jahre jetzt in Folge. Und man muss immer und immer wieder hingehen, weil die Spinnen bauen jede Nacht das Netz neu. Aha, ist das so? Und also die Art zumindest. Ja. Und sie sitzen immer anders. Und das ist ganz spannend. Manchmal sitzen sie halt natürlich nicht gescheit, aber dann gibt's Nächte, da kann man die ganze Nacht durchfotografieren. Und in der Nacht sind in der Stadt eben die Lichtverhältnisse relativ konstant, durch die Straßenbeleuchtung. Wenn es mal richtig dunkel ist. Genau, und da kann man sich wirklich austoben. Und da hast du also auch auf der Lauer gelegen und gewartet, da hast du in dem Fall nach dem Spinnennetz gesucht und dann quasi dich positioniert, Spinne, weil die bewegt sich ja nicht. Genau. Ja, also ich gehe quasi den Gehsteig hoch und runter, bis ich
im Auge sehe, da ist eine perfekte Silhouette und dann versuche ich da eben Fotos zu machen. Okay, spannend. Das sind Wespen? Das sind Wespen, genau. Das sind Feldwespen, auch in der Stadt. Und es war eine warme Sommernacht. Mhm. Und ich finde es eben spannend, weil man läuft an so vielen Tieren vorbei, ohne sie zu bemerken. Mhm. Und das ist eben so ein gutes Beispiel dafür. Die bauen, das Nest von denen wird nicht größer als das, was man da jetzt sieht. Ja. Und das sind normal große Wespen, nicht Hornissen. Genau, oder so. Okay. Das sind normal große Wespen. Die sind überhaupt nicht aggressiv. Mhm. Und an denen läuft man normalerweise einfach vorbei. Ja. Ich war auf dem Weg zum Bäcker und habe sie entdeckt und dann habe ich gesagt, in der Nacht... Zufällig hatte ich meine 5D Mark IV in meinem Handtäschchen. Nein, genau, da hatte ich nämlich keine Kamera dabei und dann habe ich gesagt, nachts muss ich wieder herkommen, weil nachts sind die Lichter schöner, es ist spannender, die Szene. Ist da noch irgendwie ein Blitz drin oder ist da tatsächlich eine Straßenlaterne? Genau, da ist noch ein Makroblitz dabei. Ja. Was ist das, ein Uhu? Oder? Genau, da sitzt ein Uhu in einem alten Fabrikgebäude. Wo ist, kannst du sagen, wo, in welcher Stadt? Oder? Im Ruhrgebiet ist das. Okay. Genau. Altes Zechengelände. Mhm. Und es war einfach eine super spannende Szene. Uhus sind Kulturfolger, weil wir Menschen hinterlassen so viel Dreck, das lockt wieder Ratten an oder Krähen, Tauben. Mhm. Und das ist eben die Beute von Uhus. Aha. Und deswegen haben wir fast in jeder größeren Stadt jetzt Uhus. Wusste ich nicht. Also ich dachte, Uhus sind super selten in Deutschland. Sie waren fast ausgestorben oder waren ausgestorben und dann wurden sie wieder angesiedelt. Und mittlerweile fast jede Stadt, jeder Steinbruch ist besetzt mit Uhus. Okay. Ist total spannend. Also eine super Erfolgsgeschichte. Ja. Jetzt ganz kurz, unser Uhu, der ist relativ groß, ne? Also, das ist riesig. Also, Spannweite, also größer als man denkt, ne? Also sitzend ist er so. Ja. Das ist ein sehr imposantes Tier. Ja, also ohne deutlich Frage. Größer als ein Milan oder so. Dann, wenn du das ja. Und deutlich kräftiger. Also ich mache ja viel Horstkontrollen und sowas auch, weil ich als Biologe arbeite. Mhm. Und der Uhu greift sich die jungen Milane aus dem Horst und frisst die. Also der plündert da wirklich die Horste aus. Mhm. Okay. Nicht zu unterschätzen. Ja klar, wenn der Ratten frisst, dann Ratte ist ja auch nicht ganz klein. Genau. Und da sind einfach... Gerade mit einem Uhu, mit so einer imposanten Eule, mit den leuchtenden Augen, super spannende Szenen möglich. Okay, das ist jetzt 800 Millimeter, also da bist du nicht so nah dran, wie man denkt jetzt. Ja. Aber trotzdem, ja. Also trotzdem relativ nah, ne? Also, relativ nah, sind die nicht genau. Super scheu, oder? Es kommt drauf an. In der Stadt ist alles nicht mehr wirklich scheu. Deswegen, also in der Stadt zu fotografieren, Tiere zu fotografieren. Warum bin ich aufs Land gezogen? Ja. Nee, warte. Mit dem Okay. Ist da jetzt ein Blitz bei oder ist es einfach eine Lampe irgendwo? Genau. Also das Licht ist auch gut gefallen durchs Fenster und das passt. Also weil die sind ja auch nur nachtaktiv oder sind die auch in der Dämmerung oder? Die sind dämmerungs teilweise tagaktiv. Also anhand der Augenfarbe kann man ein bisschen sehen bei Eulen, welchen Tagesrhythmus sie haben. Also wenn sie wirklich schwarze Augen haben, dann sind sie rein nachtaktiv in der Regel. Und wenn je heller sie werden, desto tagaktiver werden sie auch. Okay, spannendes Detail. Und so, Chris, jetzt so unter uns, hat er so orange Augen oder hast du die gefotoshoppt? Nein. Die sind wirklich so? Die sind so. Die sind so. Krass. Und wenn es jetzt dunkler wäre, dann würde ich nur die Augen leuchten sehen, so wie im Gruselfilm. So da blinzelt und plötzlich sind da... Ernsthaft? Ja. Also klar, wenn das Licht richtig reinfällt, ansonsten siehst du nichts, aber theoretisch schon. Ja, okay. Also ich kenne das, wenn ich nachts über die Felder laufe, die Kühe reflektieren ja so in mein Scheinwerferlicht. Und dann ist da plötzlich zwischen den Queen Prince ein oranges Licht. Dann mache ich mich doch in die Hose. Und was ist das? Das ist, das Küken vom Uhu. Das ist genau, Küken das ist, Uhu? Die haben in einem Turm gebrütet, einen alten Förderturm. Und die springen natürlich aus den Nestern raus. Mhm. Und die haben, also der lokale Naturschutzverband hat einen Bauzaun errichtet. Mhm. Weil das hat viele Menschen angelockt, diese Brut. Die hat da jahrelang gebrütet, das war bekannt. Mhm. Der hat sich um Menschen nicht mehr gekümmert. Mhm. Das war schön, einfach so entspannt, also für die Tiere entspannt zu fotografieren. Mhm. Und die Küken sind eben rausgefallen oder rausgesprungen und saßen dann hinter dem Bauzaun. Den sieht man da auch. Also sie springen raus, wenn sie noch nicht fliegen können. Genau. Also sie können segeln, aber noch nicht richtig fliegen. Okay. Und dann saß da auf dem Haufen und im Hintergrund ist ein Parkplatz. Mhm. Und das Rote ist jetzt zum Beispiel ein Bremslicht vom Auto. Und dann das Gelbe ist eine Straßenlaterne. Und das Bläuliche ist eine Beleuchtung. Ja. Und das ist wieder Stadt. Also das ist wieder typisch Stadt. Und man kriegt einfach ganz bunte Lichter und Effekte hin. Cool. Also es hat mal eine ganz andere Sicht auf die Geschichte. Cool. Genau. Verrückt.
Ja, und zum Abschluss nochmal die Hamster. Nochmal die Hamster, das ist wieder der Friedhof in Wien? Genau, das ist einer der Friedhöfe, also es ganz süd, das südliche Wien ist besiedelt mit Hamstern. Und das Bild wurde unter anderem auch prämiert letztes Jahr beim Europäischen Naturfotografen des Jahres. Und Gratulation. Dankeschön. Ich denke, das ist ein ganz schöner Abschluss von dem Video. Das ist jetzt auch ein Blitz dabei. Genau, das ist wieder mitmacht. Also bis 16 Millimeter, du bist super nah dran. Ja. 16 Millimeter, du berührst das Ding ja fast. Ja, aber da habe ich auch wochenlang gesessen, bis sie letztendlich bist da gelaufen sind. Bist du da in einem Tarnzelt oder Nein. Sitzt du einfach hinter der Kamera auf dem Stativ wahrscheinlich und wartest halt. Genau, und nicht bewegen. Nicht bewegen, ja. Fernauslöser oder die ganze Zeit die Kamera am... Nee, da habe ich Fernauslöser genutzt. In der Butter meditieren, in der Butterpose. Und, genau, oder? Genau. Man beobachtet natürlich sein Umfeld und sieht Hamster und hofft natürlich, dass sie dann da langlaufen. Und das heißt, du hast aufgebaut mit Blitz und so weiter und hast einfach wochenlang da gesessen, immer wieder und gewartet, bis da die Hamster kommen. Ja. Okay. Aber hat sich gelohnt, ja, cool. Man muss es sich nicht so schwer machen. Man kann Stockenten und Kaninchen fotografieren. Ja. Und ich finde es durchaus spannender als jetzt Hamster. Hamster sind mittlerweile in jedem Wettbewerb vertreten und jeder hat oder viele Fotografen haben Hamster fotografiert. Aber diese Stockente wird außer Acht gelassen. Ist gleich wieder sexy, ja, klar. Genau. Also ich habe angefangen, mittlerweile Stockenten zu fotografieren, weil ich einfach Spaß dran habe. Und das ist so ein schöner Vogel. Ja. Wenn man ihn einfach mal genauer betrachtet. Ja, super, Chris. Also ich nehme mal so ein bisschen mit. Wenn du in der Stadt wohnst, ist es kein Grund, nicht wilde Tiere zu fotografieren. Man muss dafür nicht nach, Afrika fliegen oder sowas. Geh halt mal auf den Friedhof oder in den Stadtpark oder sowas. Halt die Augen offen, so wie das Wespennest. Tagsüber das Wespennest gesehen, abends nochmal hingegangen. Oder halt eben wissen, dass die Hamster auf dem Friedhof sind und dann halt eben abends nochmal kommen. Viel Geduld mitbringen, viel Energie mitbringen, im Sinne von wochenlang nochmal oder einfacher anfangen halt. Und vor allem keine Angst haben, nachts zu fotografieren. Das ist schon wieder ISO 2000. Sieht man nicht, spielt keine Rolle, trotzdem prämiert, weil irgendwie Hauptsache, das Foto ist wichtig. Und nicht das ISO-Rauschen oder nicht ISO-Rauschen, das spielt gar keine Rolle. Also, go out and shoot, würde ich sagen. Ja, Chris, super, vielen Dank dafür. Ich danke dir. Wenn du mehr von, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn du mehr von Chris hören willst, dann schau gerne auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Ich verlinke nochmal YouTube und Instagram von Chris. Und ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wie war das so für dich extern? Super, also ich habe jetzt genug Bilder gesehen, deswegen. Aber war gut. Ich glaube, die Länge ist super. Ich habe schon wieder kein Gefühl. Wie lange ist das jetzt? 5 Stunden? Ja, super. Okay. Wirklich schnell, viele Bilder besprochen. Lang genug, aber nicht langweilig. Ich glaube, es ist gut.